So, Freunde, kommen wir zu Part 3. Wir sind wieder unten abgestürzt. Und sind hier ziemlich verletzt. Wir laufen ganz schön langsam, muss ich sagen. Na gut, ich bin ja auch verletzt, bin ja auch runtergefallen. Wer weiß von wo. Ich hoffe, ich gehe hier richtig. Aber ich denke schon. So, ich weiß nicht, ob das mit dem Ton jetzt besser ist. Wir probieren es mal aus. Ich hoffe ja. Kann nicht mehr. Komm, Baby, geh. Geh weiter. Du schaffst es. Dass ich dich verloren habe, aber da bist du ja. Cool, du lebst noch. Schön. Das freut mich, wunderbar. Das Licht ist verschwunden. Ja, das Licht ist aus. Ich sehe es. Sie haben die ich weiß nicht, was wir machen, aber den Reisenden. Wir schaffen das schon. Die Reisende, ja, der ist dunkel. Ich hab's gesehen. Wir haben keine Macht. Irgendwie raus. Wir haben nur eine Pistole und keine Moon. Ich hoffe, da kommt nichts. Ja, hauen kann ich noch gut. Ich bekomme Notfallübertragungen rein. Treffpunktkoordinaten. Okay. Sie evakuieren den Planeten. Ja, wer denn? Wir sind auf uns allein gestellt. Ich fühle mich schon die ganze Zeit allein. Hey, bleib hier, Vogel. Vogel, warte. Warte auf mich. Schönes Tier. Ein sehr schönes Tier, muss ich sagen. Eine rote Fahne. Aha, ein Lager. Güter. Villa-Station. Cool. Ohne ihre Kräfte hatten sie keine Chance. Ja. Das hätten wir sein können. Ja, ich hab's überlebt. Wenn du stirbst, ich kann dich nicht wiederbeleben. Ja. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wäre schlecht, wenn du mich nicht überleben kannst. Oh, was kommt denn da? Guck mal. Was ist das? Hunde. Was macht die mit mir? Hey, wo kommt ihr her? So viele. Letzter? Bist du der Letzte?
Nein. Nein. Habt ihr Gas in euch oder wieso pufft ihr so komisch auf? Also Leute, die Musik. Ich weiß nicht, ob das jetzt in meiner Situation gut ist. Vogel, warte! Es wird wieder dunkel. Okay. Dämmerbruch. Schon wieder dieser Falke. Folgen wir uns? Oder folgen wir ihm? Spricht mir aus der Seele. Weil ich schwör's, ich hab's noch nie gespielt. Es war Zufall. Alter, sieht das geil aus. Da ist unser Reisender. Ist hier lang ja wohl bestimmt, oder? Ja, und auf keinen Fall. Echt viel getan. Okay. Oh, das kommt da schon wieder an. Freunde, macht euch ab. Nein. Wir haben Bock auf Viecher. Viecher, bleibt weg. Immer geht weg. Ach so. Nein, kommst du hier auf das was? Ein Bock. Ich bin gebockt. Und dann noch welche. Scheint so, als wär's das. Schade, ich hab ja keinen Job mehr. Hast du Sinn unterwegs abgefallen, ne? Bitte da runter. Okay. Da, der Vogel schon wieder. Was will der von mir? Nein, nein. Oh, doch. Oder? Was jetzt? Oh ja, es geht weiter. Sieh mal an. Hier hat wohl einfach jemand einen Hüter vergessen. Ja, einfach liegen gelassen. Ey. Das verheißt nichts Gutes. Nee. Gutes Timing. Auf geht's, Leute! Aber Freunde, helft ihr mir? Wohin geht ihr? Und wir verschwinden von hier.
nimmt uns mit. Oh, unser Vogel. Nee, ne? Der Falke. Ich dachte, das wird unser Vogel sein. Ich bin Hawthorne und das ist Louis, unser bester Pilot. Wie steht's? So kommt ihr mit? Ja, klar, warum dann nicht? Dann brauchst du die hier. Auf die Frage habe ich gewartet. Jawohl, eine dicke Schrotflinte. Dann mach dich mal nützlich, Hüter. Okay, Leute, starten wir. Das wird ein langer Flug. Schön. So, Freunde, das war Part 3. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut. Wir jagen die Flüchtigen. Und wer geblieben ist, wurde eliminiert. Der Sieg, wie auch alles andere, ist dein allein. Dieser Sieg gebührt dir wie mir, alter Freund. Nun bleibt uns nur die Fertigstellung des Käfigs und dieser großen Maschine. Dann können wir ihre Macht extrahieren und sie rechtmäßig nutzen. Sie nennen sie der Reisende. Ich würde behaupten, dass andere Zivilisationen bessere Namensgeber wären. Ihre Funktionen können kontrolliert und ausgenutzt werden. Das haben wir bewiesen. Und doch sehen sie sie als Gott. Dominus. Gaul. Wir haben gemeinsam, du und ich, für den Aufbau unserer Gesellschaft gesorgt und unser Volk neu geformt. Wir mussten retten, was durch Kalus Gier und Verderb zerstört war. Nichts in diesem Universum ist größer als du. Der Rotlegion gebührt die Macht dieser Maschine und du wirst Imperator sein. Was mehr kann der Dominus wollen? Ich will mit meinem Gast sprechen. Machen wir es uns erstmal bequem. Guck da. Erkennst du es? Da müssen wir hin. Das Ding wird Bruchstück des Reisenden genannt. Ich nenne es, man soll schlafende Hunde nicht wecken.